Heute besprechen wir, wie du schnell Vokabeln lernen kannst und dafür gibt's Tipps, die dir sowohl in Englisch als auch in Französisch, als auch in Spanisch oder sogar Italienisch helfen. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Gestern gab es ja schon das Video, wie du Sprachen möglichst schnell lernen kannst. Wenn du das noch nicht gesehen hast, hier rechts oben für euch in der Ecke, findet ihr auch nach dem Video natürlich noch im i abgespeichert. Und jetzt geht es eben konkret darum, wie du Vokabeln lernen kannst. Hatte ich ja eben euch gestern schon versprochen. Und deswegen, ohne groß zu labern, ab in die Tipps. Erstens, such dir Themengebiete, die für dich relevant sind. Welche Themengebiete sind für dich relevant? Entweder die Themengebiete, die dich persönlich sehr stark interessieren. Wir haben ja im gestrigen Video, was ihr eben auch im i findet, schon besprochen, dass einfach die Motivation super entscheidend ist. Das heißt, wenn du viel reisen willst und auch wenn es nicht in der Schule drankommt, dann lern vielleicht solche Vokabeln sehr gut. Aber du solltest natürlich vor allem die Vokabeln lernen, die gerade in der Schule genutzt werden. Das heißt, versuch einfach nicht random irgendwelche Vokabeln zu lernen, sondern versuch sie nach Themengebieten zu lernen. In der Oberstufe ist ja, glaube ich, meistens so, vor allem mit den Sprachen, wie beispielsweise Englisch, die man vielleicht schon seit der 5., 6. Klasse hat, dass man da nicht mehr konkret Vokabeln lernt. Aber wenn du einfach merkst, hey, ich muss es trotzdem verbessern, dann versuch da einfach beispielsweise im Internet oder so konkret Vokabeln zu diesem Themengebiet zu lernen, weil du dann auch einfach vielleicht noch auf ganz neue Wörter kommst, die so auch niemand bisher verwendet hat, wodurch du zusätzlich den Lehrer eben auch beeindrucken kannst. Zweiter Schritt, ganz klassisch, kennt ihr, nutz Karteikarten. Ich würde beispielsweise auf gar keinen Fall, es gibt ja auch diese Merkstrategie, die ab und zu auch empfohlen wird, würde ich niemals so eine Story bilden, im Sinne von, ich habe 15 Karteikarten und dann versuche ich mir die so zu merken, im Sinne von, keine Ahnung, ich sitze jetzt gerade und dann ist hier die Flasche. Und Flasche heißt Bottle. Und dann gehe ich runter und dann fällt irgendwie Bananenmilch rum und dann Bananas und so weiter. So will ich mir das nicht merken, weil du musst ja die Begriffe auch einfach so abrufen können, ohne dass du die ganze Zeit wieder an diese Story denkst. Und dann merkst du dir, wenn du 15 Vokabeln pro Story machst und dann willst du 90 Vokabeln lernen, dann musst du halt 6 Stories bauen und musst ja jedes Mal an die wieder erinnern. Deswegen sowas würde ich euch nicht empfehlen, sondern macht ganz klassisch Karteikarten. Das ist alles, was ihr braucht. Denn dann gehen wir über zum absoluten Herzstück dieser Methode. Und zwar drittens, bildet brilliant bindings. Was meine ich mit brilliant bindings? Ich sage immer, brilliant bindings sind im Prinzip kleine Eselsbrücken auf Steroiden. Was ist damit konkret gemeint? Wenn wir das Beispiel nehmen, was ganz einfach ist, Zaun und Fence. Ja? Zaun auf Deutsch, Fence auf Englisch. Wenn du dir das merken willst, dann hast du ja auf der einen Seite beispielsweise geschrieben Zaun und auf der anderen Seite Fence. Und dann normalerweise, wie man mit Karteikarten nennt, immer Zaun, ich glaube es heißt Fence. Oh, yeah. Was ihr aber machen solltet, damit ihr es euch wirklich geil einprägen könnt, ist im Prinzip Wissen, was ihr schon habt, mit dem neuen Wissen zu verknüpfen und das auf eine Art und Weise, die sowohl emotional als auch visuell ist. Weil unser Gehirn merkt sich immer genau die Sachen, die von hoher Bedeutung sind. Woran misst unser Gehirn Bedeutung? An Emotionen. Und Vokabeln sind oft sehr emotionslos, deswegen ist es teilweise auch schwer, sie sich zu merken, weil es ist so, ja, okay, ich werde dieses Wort nie wieder verwenden. Und dann hast du auch keinen Bock. Deswegen versuchst du es immer emotional aufzuladen. Wie machst du das beispielsweise, auch zusätzlich noch bildlich, in dem gerade genannten Beispiel? Du hast Zaun und du hast Fence. Und dann kannst du beispielsweise sagen, okay, Zaun, dann denkst du an einen Zaun, wo ganz, ganz viele Fans, also so Leute, die halt jubeln, die da an diesem Zaun stehen und so jubeln. Dann denkst du, Zaun, Fans, Fans. Das bedeutet, du hast sowohl ein visuelles Bild, was du immer mit Zaun verknüpfen kannst, als es ist auch emotional aufgeladen, weil du kannst dir beispielsweise vorstellen, die jubeln gerade für deinen absoluten Lieblingsverein. Und dann merkt dein Kind, okay, das ist jetzt wichtig und merkt dich das. Genau so rum kannst du aber auch andersrum drehen. Fans, Zaun. Das heißt, du bildest im Prinzip diese Fans. Ist im Prinzip ein Mediator, glaube ich. Ich hatte es in meiner Psychologieprüfung letztens. Ich glaube, es heißt Mediator. Das bedeutet, es ist im Prinzip ein Hilfswort, was beim entsprechenden Abrufskreis, also entweder Zaun oder eben Fans, dann dir in den Kopf springt und dich so zur anderen Sache überleitet. Und das ist halt super geil, weil du kannst an diesen Brilliant Bindings Hunderttausende machen, weil das ist nicht so, oh, ich kann mir nur so und so viele Sachen merken, sondern weil es eine emotionale Sache ist. Du kannst dir Hunderttausend Sachen aus deinem Leben noch merken. Keine Fakten, aber Erlebnisse. Und deswegen ist es super, super wichtig, dass du einfach weißt, du kannst da unendlich viele bilden und du wirst dich immer dann, wenn eben das entsprechende Wort drankommt oder gebraucht wird, wirst du dich genau daran erinnern können und dann schlussendlich auch die jeweilige Übersetzung auch parat haben.
Vierter wichtiger Punkt an der Stelle noch ist, dass du es auch wirklich immer in beide Richtungen machst. Also sowohl von Englisch auf Deutsch, also von Deutsch auf Englisch, beziehungsweise halt von Deutsch auf die Fremdsprache und umgekehrt. Weil da machen halt viele immer den Fehler, dass sie beispielsweise nur von Deutsch auf Englisch lernen. Oder auf die jeweilige Sprache eben, Französisch, Spanisch, Italienisch. Weil sie denken, ah ja, ich versuche immer auf das Wort draufzukommen und dann überlege ich mir erst, wie wäre der Satz auf Deutsch und dann versuche ich auf dieses Wort eben so auf Italienisch zu kommen. Und das funktioniert auch wunderbar. Das Problem ist nur, auf einmal hast du einen Text in der Fremdsprache. Und dann fehlen die einfach, man denkt sich so, ja, hä, wenn ich es von Deutsch auf Englisch kann, dann muss es auch umgekehrt gehen. Nein, weil unser Gehirn arbeitet immer mit Abrufreizen. Das bedeutet, in deinem Gehirn kann super abgespeichert sein, Zaun, bam, Fans. Aber das ist dann eine Einbahnstraße. Das heißt, zurück zu, geht das fast gar nicht. Das bedeutet immer beidseitig wiederholen. Das heißt, niemals diese Karte nur immer Zaun, Fans, sondern immer auch dann mal umdrehen und Fans, ah, Zaun. Damit du wirklich in beide Richtungen hast, weil dann kannst du sowohl selbst die Sprache produzieren, als sie auch verstehen. Und das ist halt beides in der Oberstufe mega vonnöten. Und als abschließender fünfter Punkt, wie du es wirklich auch schaffst, das dauerhaft zu machen, und zwar bau dir Tagestürmchen. Das ist eigentlich ein schöner Begriff, oder? Was ich meine ich mit Tagestürmchen? Das bedeutet, du suchst dir von deiner Thematik, wo du gesagt hast, okay, dafür will ich die Sachen lernen, schreibst dir deine Karteikarten, hast die dann parat, hast vielleicht so kleine Stapel dann, und dann machst du dir eben so einen Stapel, je nachdem, wie viel du dir halt für einen Tag zumutest. Sagen wir mal 20 Vokabeln. Du sagst, okay, am ersten Tag mache ich 20 Vokabeln, dann stapelst du die Karteikarten eben so übereinander und legst es vielleicht so an irgendeine extra Stelle, vielleicht auf so einen Schrank oder was auch immer, und sagst so, bam, okay, das will ich heute lernen. Und dann gehst du am ersten Tag die einmal durch, ja, lernst die vielleicht einfach. Das würde ich noch am ersten Tag machen. Vielleicht morgens vor der Schule oder direkt nach der Schule. Dann kannst du später an dem Tag sie dir selbst nochmal abfragen. Das bedeutet, du gehst dann durch, okay, und dann ist halt die Frage, konnte ich das abrufen oder konnte ich es nicht? Wenn du es konntest, legst du auf den einen Stapel, wenn du es nicht konntest, auf den anderen Stapel. Das machst du mit allen 20 Karten durch und am Ende hast du vielleicht so die Hälfte, 10 davon konntest du und 10 davon konntest du nicht. Und sei da auch ehrlich mit dir, nicht so, ah, ich glaube, ich wusste es. Nein, wenn du es nicht sagen konntest, bevor du es umgedreht hast, dann wusstest du es nicht. Dann geht der Stapel von den Vokabeln, die du nicht wusstest, geht einen Tag weiter. Da kannst du dir im Prinzip, ich weiß nicht, so ein Spielfeld aus so Papier machen, sagst du Tag 1, Tag 2, Tag 3, oder du stellst sie einfach nebeneinander, das ist halt ein bisschen einfacher. Die Vokabeln, die du eben am Tag 0, sagen wir mal, nicht konntest, gehen einen Tag weiter. Die Vokabeln, die du konntest, gehen 2 Tage weiter. Und da kannst du aber auch drauf markieren, so die Striche, wie oft du das schon konntest. Einfach links unten an die Karteikarte. Dann am nächsten Tag hast du ja die 10 von gestern, die du nicht drauf hattest. Dann kannst du entweder sagen, okay, ich mache noch 20 neue dazu, oder du sagst, ich fülle eben immer bis zu 20 auf, das heißt, du nimmst dann 10 neue dazu. Dann lernst du die nochmal und wiederholst sie am späteren Tag, an Zeitpunkt am Tag, fragst sie dann nochmal ab und dann machst du da wieder das gleiche Spiel. Okay, welchen Teil konnte ich, welchen Teil konnte ich nicht? Der Teil, den du konntest, geht 2 Tage weiter. Der Teil, den du nicht konntest, geht einen Tag weiter. Und dann, wichtiger letzter Schritt noch, um dieses ganze Prinzip zu verstehen. Wenn du dann an Tag 2 nochmal durchgehst, hast du da ja Vokabeln drin, die du schon einmal richtig beantwortet hast. Die sollst du natürlich trotzdem nochmal abfragen, aber wenn du die dann hast, dann machst du da quasi nochmal einen Strich, dass du es zum zweiten Mal richtig hattest und dann schiebst du nicht 2 Tage vorher, sondern beispielsweise 3 Tage. Und so kannst du immer weitermachen und kannst du richtig, richtig krass viele Vokabeln in übelst kurzer Zeit eigentlich lernen und wirklich sehr konstant. Es kann auch Spaß machen, einfach merkst du diese Türme und irgendwann steht an einem so 3 Tage in der Zukunft erst schon so ein riesiger Stapel, weil du einfach so viel schon aufgebaut hast. Du siehst auch deinen ganzen, das ist auch super wichtig, deinen ganzen Erfolg und deinen Fortschritt zu visualisieren. Und dann sagst du so, Mann, siehst du diesen ganzen Berg da? Das sind all die Vokabeln, die ich seit im letzten Monat neu gelernt habe. Und das bockt halt übel, übel krass. Und das gleiche ist so ein Spielcharakter. Und du wiederholst dich auch die Sachen immer, immer wieder, die du vielleicht auch lange Zeit dann konntest, damit du die ja halt auch wirklich nicht vergisst. Deswegen schnell in 5 Schritten die Wiederholung. Erstens, such dir ein Themengebiet, was für dich relevant ist. Entweder weil du es dich später interessiert oder weil du es gerade in der Schule brauchst. Zweitens, nutze Karteikarten. Drittens, bau auf diesen Karteikarten dann eben sogenannte Brilliant Bindings auf, wo du quasi eine Sache mit, wo du bekanntes Wissen mit neuem Wissen auf emotionale und visuelle Art und Weise verbindest und sozusagen diese Mediatoren, diese Hilfswörter bei bestimmten Abrufsreizen ausbildest. Viertens, mach's unbedingt, unbedingt, unbedingt beidseitig und an fünfter Stelle da einfach bau dir so gewissermaßen Tagestürmchen und spiel da so dein eigenes Spiel, um dich auch langfristig zu motivieren.
Ansonsten, viel Spaß vielleicht bei deinen 15 Punkten, wenn du es so durchziehst. Ansonsten, denk an eine einzige Sache. Ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.